Hey, Freunde, und herzlich willkommen zur 14. Etappe der diesjährigen Vuelta. Und wir befinden uns hier wieder mal in einer einzelnen Etappe, die wir diesmal mit dem Team Astana spielen, rund um Miguel Angel Lopez, dem Superman, der uns heute hoffentlich diese Etappe gewinnen wird. Wir haben natürlich eine recht starke Konkurrenz mit Roglic, Carapaz, Yates, Lande, Hindley und so weiter und so fort. Hier sind natürlich auch noch alle Fahrer mit dabei. Wir haben noch die Statistiken von nach der Tour de France und so weiter und so fort. Das heißt, ein Evenepoel, egal wie der jetzt bei der Vuelta performt hat oder nicht, hat immer noch den gleichen Wert wie nach der Tour, meine ich. Genau, dann da waren die letzten Updates. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach rein und schauen, was wir mit Miguel Angel Lopez reißen können bei dieser Etappe. Higuaita hat Kellermann zurückgebracht. Interessanterweise aber auch sehr viele andere Bora-Fahrer mit dabei. Nicht Jay Hindley. Aber interessant, wir spielen natürlich wieder hier ganz frisch rein. Das heißt, es gibt noch absolut keinen Wertungstrikurs, es gibt noch keine Zeit auf Stelle, gar nichts in dem Sinne. Auch tatsächlich wieder Chris Froome gewesen, der hier angegriffen hat, aber wurde scheinbar schon wieder angeholt. Ähnlich wie beim Tour de France Playthrough, wo auch Chris Froome ständig angegriffen hat. Wir befinden uns jetzt nun in diesem finalen Anstieg und die zweite Ausreißergruppe wurde auch wieder ziemlich früh angeholt. Das heißt, das Tempo war hier immer ziemlich hoch geblieben und man sieht es ja auch vielleicht so ein bisschen an den Energiebalken. Es hat schon einiges an Kraft gekostet. Lopez sieht noch ganz stabil aus, aber Lutsenko und Nibali, obwohl sie halt geschützt wurden, nicht ganz so sehr, haben schon einiges verloren. Prosinski ist gleich fertig mit den Kräften. Da muss ich hier mal wieder kurz umsortieren. Aber es ist auch tatsächlich nicht mehr so weit und die Gruppe ist ziemlich, ziemlich groß noch. So, wir haben dann Tejada zu Nibali, Battistella zu Lutsenko, De La Cruz zu Lopez. Also soweit so gut, aber wie gesagt, die Gruppe ist immer noch sehr, sehr groß. Trotz eigentlich des hohen Tempos. Aber es ist bisher ja auch noch nicht so extrem anspruchsvoll gewesen. Wahrscheinlich kommt jetzt auch der Part, ja, wo hier Fahrer nacheinander Probleme kriegen und irgendwie meine Fahrer sind auch nicht so gut gerade positioniert. Jetzt muss ich hier das Ganze mal kurz pausieren, er ist eh raus. Dann haben wir hier den Angriff von Valverde, wo Gino May dahinter geht und scheinbar auch Joao Almeida. Interessanter Angriff. Pinot bitte nicht auch noch, oder? Pinot auch noch. Wollen wir einfach mit Nibali Pinot hinterhergehen? Because we can. I guess so. Dann machen wir das. Dann wird ihn geschützt. Gerade eh komplett alle. Dann lassen wir ihn hier auch mal raus aus dem Spiel. Lopez schützt. De La Cruz schützt Lopez und Quatsch. Ach Gott, oh Gott, ich komme jetzt komplett durcheinander hier. De La Cruz schützt Lopez und Lutsenko bleibt an seinem Hinterrad. Lopez. Oh Gott. Ja, ich merke gerade, Nibali kommt überhaupt nicht ans Hinterrad von Pinot, was natürlich ein großer Struggle ist. Oh, Simon Yates. Okay, das ist nicht gut. Simon Yates ist natürlich schon mal nochmal ein anderer Ausnahme. Jetzt kommen auch Jay Hindley und Carapaz und Roglic. Okay, perfekt. Ja, das ist jetzt ja mal super gelaufen, Kappa. Okay. So, alles wieder einigermaßen unter Kontrolle. Ja, die sind einfach nur für die Bergpunkte wahrscheinlich gegangen. Wobei, ne, so Almeida gerät wieder an. So weit, so ungut. Ich brauche dringend Wasser. Natürlich ein bisschen unrealistisch, jetzt nochmal 10 Kilometer vor Ziel mit Nibali hier Wasser holen zu gehen, aber ich probiere es einfach mal. Ich würde fast sagen, der hat halt eben noch die Energie dafür. Ah, De La Cruz, De La Cruz.
Kann nicht mehr, das heißt, Lutsenko muss jetzt die Arbeit hier für Lopez übernehmen. Und ja, die geben richtig Gas hier. Ja, Almeida, weil werde hinten die Roglic, das heißt, das ist kritisch, diese Attacke, aber wird auch schon wieder eingestellt. Aber das Teller ist raus, De La Cruz, wie gesagt, auch. Und ich mache jetzt hier aber gerade wieder ein bisschen gut Tempo. Dann kommt nochmal ein Angriff von Yates. Hoppala, da hat es kurz ein bisschen gerubbelt. Nibali kommt natürlich nicht mehr hinterher. Ja, eigentlich fast zu erwarten. Es war komplett unnötig von mir, aber egal. Was ist mit der Kamera gerade los? Die will irgendwie nicht so bleiben, wie ich sie gerne hätte. Oh, die machen immer weiter Tempo da. Wie gesagt, jetzt auch eben kein Wasser mehr. Und Lutsenko, ja, verliert hier den Anschluss an diese Gruppe und Carapaz greift nicht an. Landa auch nicht. Ja, diese Antäuschung hier. Das ist jetzt die Gruppe. Lopez, Roglic, Carapaz. Ach komm, ihr seht die Namen hier. Eine starke Gruppe und Lutsenko kommt aber wieder zurück, weil hier natürlich keiner arbeiten will. Eigentlich verständlich. Ah, jetzt macht tatsächlich sogar ein bisschen Tempo. Und jetzt geht nochmal ein Angriff von Carapaz. Ich habe noch roten Balken. Es sind noch 3,9 Kilometer. Das ist halt noch ein ganzes Stückchen. Aber dann geht es nochmal runter. Aber jetzt ist halt der richtig, richtig steile Teil. Das heißt, mein roter Balken wird verpuffen wie sonst was. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Einsatzbalken. Ah, hier gibt es nochmal einen Angriff von Yates. Und da gehe ich jetzt mal hinterher. Nee. Wieder pausiert. Aber ich fahre langsam, aber sicher wieder hinten ran an Carapaz. Jetzt wieder auf Position halten und die Gruppe hat sich deutlich verkleinert. Es sind nur noch 6 Fahrer dabei. Und haben wir unter anderem auch Valverde, sehr, sehr stark von ihm. Es sind auch nur noch 2,6 Kilometer. Wie gesagt, am Ende nochmal dieser ganz kurze Part bergab. Ich glaube, ich gönne mir jetzt schon mal das Energiegel. Jetzt mal langsam hier aufs Tempo. Ich glaube, ich könnte noch eine Attacke gleich starten. Es sieht dafür ganz gut aus. Aber ich will die dann auch wirklich selber initiieren und kann eigentlich folgen. Das heißt, schwierig jetzt das richtige Timing zu finden. Oh, Carapaz sieht nicht mehr so gut aus. Und Valverde und Landa auch überhaupt nicht. Es sind 1,6 Kilometer. Es ist noch nicht ganz da. Wir müssen noch ein bisschen näher kommen, damit wir wirklich attackieren können. Und Attacke. Und Yates kommt nicht mit. Und Roglic auch nicht. Und ich glaube, das sieht gut aus. Der Superman, Miguel Angel Lopez, fährt hier alleine ins Ziel ein. Souveräner Sieg. Ich hab... Oh, nein. Oh Mann, ich hab die... das Jubeln verpasst. Ich hatte ihn nicht mehr ausgewählt gehabt. Schade drum. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass ich da einfach den Fahrer verloren habe. Lutsenko auch gar nicht mal so schlecht auf dem 12. Reihen. Dann Nibali auch hier vorne in der Gruppe mit dabei. Auf dem 17. Das heißt, 3 Fahrer in den Top 20 von uns. Sehr, sehr starkes Ergebnis. Auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, ich bin mir nicht sicher, ob Miguel Angel Lopez hier bei der Etappe wirklich gewinnen könnte, ob das wirklich drin ist. Aber ja, wenn dann wieso nicht hier? Also, ich meine, der ist wirklich nicht schlecht. Er hat jetzt aber auch so seine Ups und Downs. Hier sehen wir nochmal einfahren. Ja, wie gesagt, leider verpasst. Aber es war auch genau die Attacke im richtigen Moment. Simon jetzt dann auf dem 2. Platz. Ich bin jetzt leider nicht mehr in die Siegerehrung reingegangen. Egal. Simon jetzt auf dem 2. Platz. Sehr starke Vorstellung. Alejandro Valverde auch super stark auf dem 3. Carapaz hier auf dem 4.
Und Roglic auf dem 6. Ich glaube, gerade auch so eine Etappe könnte ihm eigentlich liegen. Schätzungsweise. Wobei, ich bin mir nicht sicher, das stimmt tatsächlich. Bei dem. Ja, da gibt es nicht so einen klaren Rhythmus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich kann es nicht so gut einschätzen. Aber Jay hinten auch nur auf den 10. Ja. Für uns auf jeden Fall ein super Ergebnis. Ich bin richtig froh, auch dass ich mit einem Miguel Angel Lopez und seinen Werten hier eben den ersten Platz holen konnte. Das macht mir wieder ein bisschen Hoffnung dafür, dass ich dann doch Bergetappen in diesem Spiel noch einigermaßen bestreiten kann. Wobei, ja gut, klar kann ich das irgendwie einigermaßen zumindest. Das war irgendwie einigermaßen auch klar, würde ich behaupten. Zweiter Team wird, wie gesagt, drei Fahrer in den Top 20 richtig, richtig nice. Und ich, weiß gar nicht, wo wir uns gerade befinden, weil ich meine, ich produziere gerade immer noch, weil ich bin jetzt, wenn das Video öffentlich wird, dann bin ich nicht mehr weg, dann bin ich schon wieder zu Hause. Aber habe das jetzt trotzdem schon mal vorproduziert, weil ich natürlich, während ich weg bin, keine Videos produzieren kann. Deswegen keine Ahnung, wie es mit der Schönheitskarriere steht, weil ich wahrscheinlich jetzt erst um den Dreh wieder aufnehmen, nämlich weil ich noch auf eure Antworten zu dem letzten Video warte, weil mich das ja wirklich interessiert und weil ich auch da ein bisschen schauen möchte. Ja, je nachdem, wie ich damit umgehe, und deswegen schreibt mir da unbedingt gerne nochmal eure Kommentare rein, egal wann, wie ihr das seht. Ich werde wahrscheinlich jetzt immer noch drauf schauen, und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder, und bis dann, macht's gut und bye bye!